Die neue Weltordnung. Verschwörungstheorie oder Verschwörungsrealität? Darüber wollen wir uns heute orientieren auf einer Wanderung von Mödling hinauf zum Husan-Tempel. Die neue Weltordnung ist schon da, da, da. Da, da. Die Meiereiwiese ist noch braun und wird sich in den nächsten Tagen oder Wochen allmählich grün färben. Doch nun zum Thema. Trolle, Schwurbler, Rechtsradikale, Verschwörungstheoretiker und Angstneurotiker nennt man das Volk, das die Angst schürt vor einer neuen Weltordnung. Realität oder Angstfantasie? Die Theorie besagt, dass die neue Weltordnung ein geheimes, konspiratives Programm gewisser Eliten sind, der Kapitalelite, des Neoliberalismus, also Neukapitalismus oder Imperialismus. Eine unterschwellige geheime Macht, die versucht, die Welt in den internationalen Organisationen festgesetzt hätte, wie die Vereinten Nationen oder die Verwiesen OSZE, wird auch auf den Begriff des militärisch-industriellen Komplexes, der in den letzten 10 Jahren erweitert wurde auf den militärisch-industriellen medialen Eine Komplex. Mafiose Machenschaft, unterstützt, finanziert und vertreten, nicht nur durch Superreiche, sondern auch durch Hunderte, wenn nicht Tausende, bis hin zum tiefen Staat und der sogenannten Lügenpresse mit Universitäten, Medien und öffentlich. Das würde bedeuten, alle wesentlichen Einrichtungen und Kräfte und Mächte in den Staaten hätten sich zusammengefunden zu einem Projekt. Hätten die Bäume Ohren, hätten sie sich wahrscheinlich erschrocken von dem, was ich hier aufnehme. Sind sie doch ein höchst symbiotisches soziales Geflecht, das einen großen Zusammenhalt darstellt. Über die Wurzeln miteinander verbunden, helfen sie sich untereinander. Sogar Baumstümpfe werden am Leben erhalten, aber auch junge Triebe werden bei Frost ein großes soziales Miteinander, das man unter den Menschen manchmal zu missen meint. Dabei ist die neue Weltordnung noch die harmlosere Verschwörungstheorie sozusagen. Angesichts der sogenannten Light. New Reset. Bei dem New Reset oder Great Reset ging es darum, die Menschheit in einem einzigen Ruck von ihren alten Wurzeln zu entfesseln. Verschwörungstheorie oder Verschwörungskomplex dieser Fragen besser zu verstehen und zu erörtern, ist die mechanische industrielle Revolution. Der Begriff der digitalen Revolution wird eingeworfen, dass es nicht nur eine Dynamik gibt zwischen den Mächtigen und den normalen Menschen, sondern auch eine zeitliche Komponente. Und dass die digitale Revolution nur den Mächtigen dienlich ist, ist ein Verschwörungsgerücht. Die Stiftung George Grow könnte ohne diese digitale Revolution überhaupt nicht bestehen. Und unsere Freelancer wären nicht dazu in der Lage, ihren Traumjob auszuführen und ihr Traumleben zu leben, nämlich unabhängig von einer Arbeitsstelle. Aber auch von der anderen Seite gibt es zu diesem Thema der neuen Weltordnung und der Great Reset Verschränkungen zu genießen. Denn auch Member aus der Finanzelite selbst machen vom Great Reset und von der neuen Weltordnung sprechen, wie zum Beispiel der Vorsitzende und Gründer des Schweizerischen Weltwirtschaftsforums in Davos, Klaus Schwab. Und zwar ganz unverhohlen, beispielsweise mit einem Buchtitel The Great Reset. Wer in diese Lektüre ein Auge hineingeworfen hat, dem kann nicht entgehen, dass es eigentlich und im Großen und Ganzen um die Enteignung der breiten Bevölkerung geht. Bis zur Vision einer totalen Abschaffung des Privateigentums. Selbst wenn da Bilder gezeichnet werden, wie zum Beispiel, dass die Wohnräume und die Häuser den Menschen weiterhin zur Verfügung stehen, aber nur bis in der Früh der Wecker läutet. Dann haben sie diese zu räumen, gehen in die Arbeit und an dieselbe Stelle treten dann Firmen und Unternehmungen, um dort ihre Geschäfte zu betreiben. Da oben ist ja schon der Tempel.
das bist, weil du dich für solche Themen interessierst. Ja, noch einen Begriff gilt es zu berücksichtigen in dieser Diskussion, nämlich den des Klassenkampfes. Ein Begriff, den man mit Karl Marx in Verbindung bringt. Das heißt so die Theorie, dass die gesamte Geschichte der Menschheit und der Gesellschaft eine einzige Aneinanderreihung von Auseinandersetzungen ist zwischen den Mächtigen und den Reichen und dem übrigen Volk. Angesichts der großen, bedeutsamen historischen Ereignisse, die eigentlich eine Folge von Revolutionen und Kriegen ist, ist es nicht abwegig, die gesamte Geschichte der Menschheit als eine Linie des Kampfes um Freiheit anzusehen. Einige Geisteswissenschaftler wie Soziologen oder Kulturanthropologen gehen sogar so weit zu sagen, dass der Klassenkampf das einzige Moment ist, das in der Gesellschaft Veränderungen herbeiführen kann. Wie könnte aus all dem nun der Schluss lauten? Zum einen würde ich sagen, dass diese vier Begriffe reale Momente darstellen. Die neue Weltordnung, The Great Reset. Die neue Weltordnung ist schon da. Es handelt sich also um Realitäten, aber auch um Programme, die sehr wohl unser Leben, und zwar unser aller Leben, mitbestimmen. Damit verliert das Szenario der neuen Weltordnung, des Great Resets, des Klassenkampfes und auch der industriellen digitalen Revolution ihren Schrecken. Handelt es sich um ganz natürliche Vorgänge, um evolutive Vorgänge, die wir nicht an sich verteufeln sollen, sondern uns ihrer annehmen und partizipieren. Von der Bevölkerung einen großen Tribut gefordert hat. Kurz. Das demokratische Bewusstsein und Handeln ist in der Bevölkerung nicht ausreichend ausgeprägt. Weil sich die breite Bevölkerung nicht mit Hingabe, zumindest nicht ausreichend, in diese natürlichen evolutiven Prozesse eingebunden hat. Die Bevölkerung hat nichts mehr zu fürchten als sich selbst. Als sich selbst. Die neue Weltordnung ist schon da. Alle schauen Serien. Gewiss besser als der Kerker, und doch ist es ein Kerker. Auch kein schönes oder wahres Leben. Reduziert auf das Zuschauen, auf das Glotzen. Und man kann es uns auch gar nicht angreifen, weil wir demokratisches Bewusstsein nie gelernt haben, weder in der Schule oder sonst wo. Im Gegenteil, es wird alles unternommen, damit wir nicht in ein demokratisches Bewusstsein zusammenkommen. Wir können uns gar nicht mehr ausmalen, wie das ist, zusammen zu sein und das Leben und die Gesellschaft zusammen zu gestalten. Das haben wir nie wirklich erlebt. Woher sollten wir dann auch auf Erfahrungen zurückgreifen können? Und meine Antwort sind die Bücher des Lebens. Und wieder bessere Aussichten zu genießen. Mit Biblia Demokratiker Millionär werden, als politisch-demokratischer Influencer. Doch nun zum Thema. Trolle, Schwurbler, Rechtsradikale, Verschwörungstheoretiker und Angstneurotiker nennt man das Militärisch Volk, das die Angst realer, vor einem neuen Komplex. 3000 Netzwerksadressen. Pro-Life, the future community.